Hallo und ein fröhliches Willkommen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Mein Name ist Dennis und ich möchte euch heute ein Modell vorstellen, was ich aus Platzgründen ursprünglich gar nicht auspacken wollte. Aber da ich durch die Neugestaltung meiner Sammlung nun Raum gewonnen habe, möchte ich dieses auch gerne schön präsentieren. Außerdem, auspacken macht ja Spaß. Ach so, worum geht's hier überhaupt? Es geht um den Big Millennium Falcon in der Smugglers Run Edition aus dem Jahr 2020, welches von Hasbro herausgegeben worden ist. Der Big Millennium Falcon hat schon zweimal das Licht der Welt erblickt. Einmal in der Legacy-Serie im Jahr 2008, das Modell, das könnt ihr hier neben mir stehen sehen. Auch dazu habe ich ein kleines Review gemacht, welches ich euch in der Infokarte verlinke. Vieles von dem, was ich zu dem alten Modell gesagt habe, gilt natürlich auch für die Smugglers Run Edition, aus dem einfachen Grund, weil alle drei Modelle, die herausgekommen sind, nämlich auch nochmal in der TVC-Serie im Jahr 2012, basieren alle auf derselben Gussform. Das heißt, im Bereich der Details in diesem Modell erwarte ich da keine großen Überraschungen. Auf den alten Boxen steht drauf, dass das Modell 2,5 Fuß lang ist, was knappe 80 cm entspricht. Das heißt, den Namen Big Millennium Falcon trägt auch wieder dieses Modell zurecht. Kommen wir kurz zum Namen Smugglers Run. Dieser Name bezieht sich auf eine Fahrgeschäftattraktion im Themenpark Galaxy's Edge in Disney World bzw. in Disneyland. Das erklärt auch, warum Han Solo in diesem Paket nicht mehr mitenthalten ist, weil er dort auch nicht vorhanden ist. Dafür haben wir die Figuren Chewbacca, Hondo Onaka und die allseits beliebten Porks. Entschuldigung. Diese sind alle in diesem Paket enthalten. Entgegen den beiden alten Boxen wurde hier das Leitmotiv direkt von der Fahrgeschäftattraktion entliehen. Das Ganze soll hier den Black Spire Outpost darstellen. Und wie wir hier sehen können, wir haben hier das Star Wars Logo mit dem A New Hope Logo. Wir haben hier ein Transported Form. Was steht hier? Trading Outpost. Sticker drauf. Er ist allerdings nicht drauf geklebt, er ist wirklich drauf gedruckt. Genauso wie natürlich unser Kenner-Logo, was wir hier sehen können. In der unteren linken Ecke sehen wir dann einmal, dass hier eine runde Radarschüssel verbaut ist. Diese runde Radarschüssel kann tatsächlich auch gegen eine rechteckige Radarschüssel ausgetauscht werden, so wie sie hier auf dem Bild zu sehen ist. Das heißt also, wir haben hier die Möglichkeit, einmal zwischen dem neuen Millennium Falcon und dem alten Millennium Falcon zu wählen. Ja, auf der Rückseite auch nichts anderes oder nicht viel anderes. Wir haben hier einmal unseren Aufkleber, dass das Modell nicht für Kinder unter 3 Jahre jetzt geeignet ist. Und wir haben hier nochmal die Logos von der Firma Kenner, Disney und Hasbro. Vintage Collection Logo darf natürlich hier auch nicht fehlen. Auf der Oberseite sieht das Ganze, man sieht schon, das Paket ist schwer. Auf der Oberseite haben wir auch nochmal hier den Hinweis, welche Figuren mit enthalten sind, sowie auf den Seiten. Ich drehe das mal so ein bisschen hier einmal rum. Gar nicht so einfach. Auf den Seiten auch nochmal dargestellt, dass zum Beispiel im Cockpit 3 Figuren Platz haben können. Hier sehen wir jetzt nur den Chewbacca. Wir sehen, dass wir ein Escape Pod haben und wie das ganze Schiff von hinten aussieht. Auf der anderen Seite
sehen wir dann nochmal das, oder sehen wir noch ein paar Interieuransichten, wie das Ganze denn von innen aussehen würde. Gut, das soll zur Box auch erstmal soweit gewesen sein. Ich werde mir jetzt natürlich wieder meinen obligatorischen Cutter besorgen und dann wollen wir mal zum Unboxing schreiten. Da diese Box ja doch relativ mächtig ist, werdet ihr es mir verzeihen, wenn ich euch einmal kurz den Rücken zuwende, weil ich werde versuchen, den Millennium Falcon natürlich möglichst schadfrei aus der Verpackung rauszubekommen. Apropos schadfrei. Wie wir hier sehen können, gibt es hier natürlich die obligatorische Amazon-Delle. Na, das war ja klar, dass Amazon das Gerät nicht ohne versenden kann. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank. So, und nun werde ich mir meinen Cutter schnappen und das ganze Gerät einmal auspacken. Das werde ich natürlich wieder nur versuchen, von einer Seite zu tun, damit die andere Seite geschlossen bleibt. Den Drehteller, den brauche ich erstmal nicht, den können wir wegpacken. So, und nun könnte spannend werden. Alleine schon deswegen, wie wir das Ganze hier herausbekommen. Wenn ich jetzt gleich Glück habe, bleibt alles im Karton drin. Und wenn ich Pech habe, fliegt mir die Hälfte entgegen. Ja. Oh, hier haben wir schon mal die Aufbauanleitung. Aber Aufbauanleitung ist nun mal nicht das ganze Schiff. Jetzt brauchen wir nur noch die richtige Richtung. Ja, das sieht aber gut aus. Und schon haben wir das Schiff aus seinem Winterschlaf befreit. So, die Box. Erstmal brauche ich sie nicht. So, stelle ich sie mal hier hinten hin. Haben wir was zu gucken? Ja, komm. Ja. Gut. So, also schon mal ausgepackt. Ich verwandle jetzt etwas für euch die Kameraperspektive, damit ihr auch mehr sehen könnt. So, da sitze ich also mit meinem großen Paket und wir haben hier um das Paket herum nochmal so eine Einfassung. Auch die brauche ich im Moment nicht. Die werde ich hier einmal wegpacken. Und was zum Vorschein gekommen sind, sind diese beiden vorderen Einbauteile. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass wenn wir diese Teile einbauen, dass die anschließend eher schlecht wieder rausgehen. Ich weiß nicht, wie sie das jetzt hier bei dem konkret gelöst haben. Es sieht so ein bisschen aus, als hätten sie es vielleicht etwas verbessert, dass man das ganze Modell wieder auseinandernehmen kann. Bei dem 2008er Modell ist das so gut wie unmöglich, weil da Rastnasen unterwegs sind. Wenn die einmal eingerastet sind, kriegt man das Ganze nicht mehr raus. Das nur mal so kurz als Hinweis. Okay, diese beiden, die lege ich hier einmal weg. Und dann kommen wir hier zum inneren Teil. Na, keine Angst, ich räume gleich noch ein bisschen auf. So, und der innere Teil, ja, was zeigt uns alles? Wir haben hier die Figuren, die in einem Baggy eingepackt sind. Das heißt, also die haben natürlich noch
keine Karte. Genauso wie hier der Escape Pod, der auch in einem Baggie eingepackt ist. Ich werde das Ganze mal etwas auseinander pflücken und dann einmal schauen, was wir so alles zur Verfügung hier haben. Ah, hier haben wir die Bordkanonen bzw. auch die runde und die eckige Schüssel. Kommen wir auch gleich zu. Das eigentliche Schiff. Noch ein bisschen Verpackungsmaterial. Die Füße. In diesem Fall sind die in dunkelgrau gehalten. Die anderen Füße waren in hellgrau gehalten. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert, dass wenn man sie einsetzt, ob die genauso leicht rausfallen wie bei dem alten Modell. Da bin ich mal sehr gespannt. Ah, Chewbacca's Bowcastle, ne, also sprich die, der Bogen von Chewbacca. Was ich hier sehe, naja, ist ein bisschen lieblos. Ne? Das Ganze ist in komplett schwarz gehalten, gibt es nachher aber auch nochmal ein Detail davon. Ah, hier haben wir unseren Herrn Chewbacca persönlich. Jo. Naja, wenn ich das so sehe, muss ich nachher nochmal vergleichen, aber er sieht so ein bisschen aus wie der Chewbacca aus der Vintage Trilogy Collection. Ja, da müssen wir mal gucken, ob das der denn auch ist. Naja, legen wir auch erstmal weg. Kommt alles erstmal auf einen großen Haufen. So, das, was wir jetzt haben, ist natürlich hier unser eigentliches Schiff. Haben wir sonst noch was? Ja, ein bisschen was fehlt noch. Das eigentliche Schiff, na, wir legen es erstmal hinter ein. Jetzt ist es natürlich wichtig, sich nicht hinzusetzen. Das würde Bruch ergeben. Ach, meine Lieblings-Porks. Und nochmal Abdeckplatten für die Schmugglerkammern. Beziehungsweise die Raketen haben wir hier auch nochmal mit bei. Okay, was fehlt? Ja, keine Ahnung, wo das hingehören soll. Das sieht mir sehr nach Verpackungsmaterial aus. Okay, ich werde einmal, hier bin ich. Ich werde einmal kurz wieder zusammenpacken, ne, und dann gehen wir die einzelnen Teile durch. Bis gleich. Was mache ich zuerst? Natürlich möchte ich, dass das Gerät erstmal auf seinen Füßen steht. Darauf habe ich diese Füße einmal ausgepackt. Bei den Füßen muss man darauf achten, diese haben hier eine Einkerbung und diese Einkerbung, die guckt einmal nach links bzw. einmal nach rechts. Ne? Von denen, die auf links gucken, haben wir 3 Stück. Die auf rechts gucken, da haben wir 2 Stück. Und wir haben nochmal 2, die auf links und rechts gucken. Die haben hier eine Rifflung drin. Und die diese Rifflung haben, die müssen hier vorne eingesetzt werden. Und dabei ist eben darauf zu achten, dass diese abgeschrägte Ecke hier auch hineinpasst. Da gerade mal nicht. Dann muss sie auf diese Seite rauf. Sitzt. Nun haben wir hier nochmal die 3. Einer von den 3 kommt nach vorne. Zwei von den 3 kommen nach hinten.
Und die anderen beiden äquivalent auf die andere Seite. So, und da ich schon am Unterbau beschäftigt bin, ne? Das sieht nicht richtig aus, was es auch nicht ist. Nun ist besser. Wo ich hier unten schon mal beschäftigt bin, können wir auch gleich die untere Kanone ansetzen. Das heißt also, wir haben hier zweimal ein Kanonenelement. Einmal, wo hier zwei Abschussvorrichtungen sind, die gehört nach oben, währenddessen die ohne Abschussvorrichtung nach unten gehört. Und diese wird einfach auch nur hier eingeklinkt. Auch hier, wo wir schon mal dabei sind, wir haben hier noch eine Frontkanone. Ich drehe das Ganze mal ein bisschen. Hier vorne eine Frontkanone. Und in diese Frontkanone kommt nachher einer von, na, wo habe ich sie? Genau, einer von den Raketenteilen, die hier drin sind, rein. Das mache ich erst später, weil die haben immer die Eigenschaft zu verschwinden oder rauszuspringen. Kommen erst später rein, aber hier werden sie drin. Gut, kann man das ganze Modell schon einmal drehen. Steht schon, sieht allerdings noch nicht so richtig aus wie der Millennium Falcon. Na, ist klar, ihm fehlen hier noch die beiden vorderen Teile. Okay, das wäre die nächste Kanone, die reinkommt. Na. Und was noch fehlt? Ja, das ist die Entscheidung jetzt zwischen eckig oder rund. Dreimal dürft ihr raten, was bei mir passiert. Das Ganze, die eckige, wandert wieder zurück in den Karton. Und die runde, die möchte ich gerne haben. Die wird hier nur einfach eingesetzt. Ja, last but not least kommen jetzt diese beiden vorderen Teile rein. Kurz überlegen, wie soll das Ganze herum sein. Oh, das ist in der Tat eine gute Frage. Ich sage mal, das Ganze gehört so rum hier rein. Einmal eingesetzt. Und zweimal eingesetzt. Ihr habt es gerade klicken gehört, das ist das, was ich meinte. Das ist eine Rastnase, die verriegelt das Ganze. Ja, und dann ist es das eigentlich schon. Das heißt also, jetzt haben wir das Ganze aufgebaut. Was nun natürlich noch kommt, das sind die Aufkleber. Da lasse ich euch nicht bei zuschauen, weil das ist jetzt ein Job, der braucht ein bisschen Geduld. Das werde ich gleich einmal machen. Das, was ich dazu aber einmal sagen kann, ist, für diese Aufkleber benutze ich eine Pinzette, damit ich die richtig positionieren kann. Weil einige von diesen Aufklebern, die sitzen wirklich an haarigen Stellen. Und von daher ist es immer ganz nett, wenn man da eine Pinzette hat, dass man sie richtig auskorrigieren kann. Okay, das mache ich einmal und dann sehen wir uns gleich wieder. So, es ist vollbracht. Das heißt also, meine Aufkleber sind jetzt drauf. Das hat auch mehr was von der Operation am offenen Herzen, weil einige der Aufkleber sind wirklich an einer Stelle, wo man nicht gut herankommt. So, was fehlt noch?
Ich habe erst einmal hier das Batteriefach geöffnet, habe da drei Batterien eingelegt und wir haben hier ja noch einmal die Jedi Trainingskugel. Diese Jedi Trainingskugel, die muss hier einmal heran. Das heißt also, die ist verbunden mit der Mechanik der Radarschüssel. Mal gucken, ob wir das jetzt ohne das abzubrechen hier auch hineinbekommen. Ja, das hat noch gut funktioniert. Was fehlt, sind noch, naja, das zeige ich euch nachher noch, die sind wirklich sehr klein, sind diese Holochess-Figuren. Diese Holochess-Figuren, die gehören natürlich hier in den Holotisch mit hinein. Und mal gucken, wie wir das am besten machen. So, ich setze mal. Diese Figur hier ein. Die andere kommt meinetwegen dahin. So, das sind natürlich auch immer die Teile, die als leichtestes verschwinden. Da muss man echt drauf aufpassen, dass die nicht irgendwann weg sind, weil wenn man die wieder nachkaufen möchte, die sind wirklich teuer. Was haben wir noch? Wir haben Deckenplatten bzw. Compartmentplatten, zwei Stück. Die werden hier auch mit hineingesetzt und wir haben noch ganz viele von diesen Raketen. Ja, da komme ich auch gleich noch mal zu. Eine von diesen Raketen, die kommt unten in die in das untere Bordgeschütz hinein. So, ich klicke sie mal fest. Allerdings muss man aufpassen, wenn die irgendwo hinspringen. Ja, viel Spaß beim Suchen. Ne? So, wir haben hier noch vier gleichartige Raketen. Davon kommen drei hier vorne hinein. Zwei kommen hier vorne hinein. Und eine kommt in den Escape-Pod. So, damit hätten wir alle Teile bestückt. Ja, erster Funktionstest. Wir haben hier mehrere Knöpfe, die wir drücken können. Kommen Geräusche bei raus. So soll es eigentlich auch sein. The last thing I want is to let another Rathdar loose in here. Und wenn wir hier an diesem Knopf drehen, na, wusste ich doch, auch dabei entstehen Geräusche. Gut, die Radarschüssel. Die ließ sich zumindest auch einmal bewegen. Jetzt bin ich gerade am Rätseln. Ah ne, wir haben die hier. Ne? Dabei entstehen keine Geräusche. Die Radarschüssel kann man bewegen. Wir haben hier auf der Seite auch nochmal drei Knöpfe. Und haben dann zum Beispiel so einen Engine Sound dabei. Ja,
Ja, ein Flyby-Sound ist auch drin. Fire the Harpoons! Aha. Feuern Sie die Harpunen. Naja, gut, wenn es Harpunen denn gibt, soll mir das recht sein. Dieser Schalter, den wir hier oben drin haben, der war ursprünglich mal dafür da, dass man zwischen Aus und Ein wählen konnte. Dieser Schalter ist mittlerweile nur noch dafür da, um die verschiedenen Sounds abzuspielen. Also einmal von in New Hope und einmal von dem Galaxy Edge. Gucken wir mal nach, ob sich da irgendwas ändert. Da offensichtlich nicht. Hold them off. Angle the deflector shield while I charge up the main gun. With the blast shield down, I can't even see. How am I supposed to fight? Ah, okay. Diese Einstellung ist also offensichtlich die für die A New Hope Einstellung. Und die andere war die für die Galaxy Edge. Na, ich habe mich auch schon gewundert, wo die Harpunen herkommen. Genau, Chewie. So, ich werde das einmal wieder komplett zusammenbauen. Ah, ich komme nochmal zu euch runter. Ich werde das nochmal einmal komplett zusammenbauen und dann werde ich euch auch ein paar Details von diesem Schiff geben. Und danach werden wir dann einmal zu meinem Fazit kommen. Bis gleich. Jump to light speed.
You're all clear, kid. Got him! I got him! Great, kid! Don't get cocky! That's it! We did it! Let's pull that thing and go home! Great shot, kid! That was one in a million! Come on! Switch over. Let's hope we don't have a burnout. Hold them off. Angle the deflector shields while I charge up the main guns. Okay, stay sharp. She may not look like much, but she's got a word count, kid. You've taken your first step into a larger world. It's not wise, upset a Wookiee. I suggest a new strategy, R2. Let the Wookiee win. With the blast shield down, I can't even see. How am I supposed to fight? You see? You can do it. You've taken your first step into a larger world. Ich hoffe, ihr habt ein paar nette Eindrücke vom Big Millennium Falcon in der Smugglers Run Edition erhalten. So, kommen wir mal zu den Pros und Kontras. Also, natürlich, als Big oder als Millennium Falcon Fan muss ich das Gerät natürlich haben. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, 425 Euro zum Vergleich, der alte 175 Euro. Ob die neue Bemalung das wert ist, das lasse ich mal dahingestellt sein. Klar, die neue Bemalung wäre mir tatsächlich so 40, 50 Euro wahrscheinlich wert gewesen. Aber es rechtfertigt nicht einen Preis von über 140% Aufpreis.
Was hat mir sonst noch gefallen? Klar, das Interieur ist etwas besser herausgearbeitet. Was mir nicht so gut gefallen hat, waren die Aufkleber. Da hätte ich ganz gerne gehabt, dass man einmal die Galaxy Edge Aufkleber hat und einmal zum Beispiel Aufkleber von der OT, also von der Originaltrilogie. Was mir auch nicht so ganz gut gefällt, ist, dass dieser Schalter, der hier oben ist und mit dem ich sozusagen die Sprachen umschalten kann, jetzt nur noch als Umschalter wirkt und nicht mehr als ein Ausschalter. Das heißt, das ganze Gerät läuft eigentlich ständig auf Standby. Was ich natürlich nicht erst sagen muss, wenn ihr das Gerät ausstellt, dann bitte natürlich die Batterien raus. Nichts wäre schlimmer, als wenn da Batterien drin auslaufen. Zu den Licht- und Soundeffekten kann ich sagen, mir scheint es so, dass die Soundeffekte hier etwas deutlicher, etwas lauter sind und auch die Lichteffekte sind etwas ausdifferenzierter. Das sieht man so ein bisschen an der Engine, die wir hier haben. Die fängt auch so ein bisschen an, mal links und rechts zu flackern. Das hat der alte nicht gemacht. Zu den Figuren lässt sich sagen, dass der Chewbacca unten, wenn man ihm auf die Füße guckt, dann sieht man, dass es ein 2004er Modell ist. Von daher gehe ich schwer davon aus, dass der aus der VOTC-Serie kommt. Mit dem Unterschied, dass der Kopf ein anderer ist. Das heißt, also da muss ein anderer Sculpt gewesen sein und auch die Bemalung ist leicht anders. Der Bowcaster von dem Chewbacca, den finde ich billig. Das heißt also, die anderen Bowcaster, die damit geliefert worden sind, bei den alten Modellen, fand ich deutlich schöner. Und summa summarum kann ich jetzt also zu diesem Modell sagen, ja, war schon gut, dass ich mir das geholt habe, aber ich finde den Preis tatsächlich sehr überzogen. Was haltet ihr davon? Könnt ihr mir gerne einmal in die Kommentare reinschreiben. Würde ich mich freuen, mal andere Meinungen darüber zu hören. Ja, und mit diesen Worten würde ich sagen, mit sammlerfreundlichen Grüßen aus der Quantum Storms Star Wars Collection verabschiede ich mich. Bis denn und tschüss.